Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Wolfgang Fallmann von Baleares Whirlpools und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Ondilo RCO in Betrieb nehmen. Wenn Sie sich für so ein Messgerät entscheiden, dann kommt das in dieser Verpackung. Sie ziehen einfach diese Hülle ab und öffnen mal die Schachtel und ich zeige Ihnen jetzt, was da alles drinnen ist. Zum einen ist natürlich hier der Ondilo RCO drin, dann so eine kleine Box. In dieser Box finden Sie einmal das USB-Ladekabel für den Ondilo, einen Schraubenzieher und so einen Spezialschlüssel, um die Sensoren von dem Ondilo abzunehmen. Und ganz wichtig ist, Sie sehen es hier drinnen, ist so ein QR-Code. Diesen QR-Code brauchen wir dann, um den Ondilo mit dem App zu verbinden. Deswegen bitte die Originalverpackung immer aufbewahren und nicht entsorgen. Gut, dann geben wir es vielleicht mal einfach langsam durch. Das brauche ich noch, das gebe ich jetzt weg. Und zwar, der Ondilo hat zwei Deckel, kann man sagen. Hier oben einen Deckel und hier unten einen Deckel. Diesen Deckel können Sie abnehmen, indem Sie das einfach nach links drehen. Und Sie sehen, hier unten sind die Sonden und da sind so Schutzhüllen drauf. Diese Schutzhüllen können Sie einfach abziehen. Bei Ihnen wird da also ein weißes Band noch drauf sein, das können Sie einfach mit abziehen. Und achten Sie darauf, in diesen Schutzhüllen sind so kleine Schwämmchen, sind dafür, dass diese Sensoren nass gehalten werden und nicht austrocknen. Schauen Sie bitte, dass Sie diese Schwämmchen auch nicht verlieren und geben Sie diese am besten in die Originalverpackung zurück, damit Sie die auch später mal haben, falls Sie sie mal brauchen. Hier unten ist jetzt nichts weiter zu tun. Sie können den Deckel wieder raufschrauben, indem Sie einfach den Deckel aufsetzen und dann mit einer Rechtsdrehung, bis man ein Einschnappen hört, drauf geben. Um den oberen Deckel runterzunehmen, brauchen Sie den Schraubenzieher. Sie sehen, hier vorne ist eine Nut und Sie können mit dem Schraubenzieher hier hineinfahren. Und jetzt drücken Sie einfach den Schraubenzieher hier hinten nach unten und der Deckel springt nach oben auf. So können Sie den Deckel einfach runternehmen. Unter diesem Deckel ist ein weiterer Deckel. Auch den können Sie einfach runterziehen. Und Sie sehen jetzt hier, haben wir die Ladebuchse, dann haben wir hier eine LED und hier haben wir den Ein-Ausschalter. Und jetzt gehen wir vielleicht in das App, weil im App gibt es dann quasi, wenn Sie in das App einsteigen, dann kriegen Sie natürlich die Information, was Sie als nächstes zu tun haben. Um überhaupt mit dem Ondilo zu kommunizieren zu können, müssen Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth einschalten. Also bitte als allererstes Bluetooth einschalten und dann gehen Sie in den App Store und laden sich das Ondilo RCO App runter und starten es. Sie sehen jetzt, hier vorne habe ich quasi mein Smartphone mit dem Computer gekoppelt und dem Bildschirm. Sie sehen hier vorne im Prinzip genau das, was ich bei mir auf meinem Smartphone sehe. Ich habe auch die Kamera so eingestellt, dass das vorne scharf ist. Möglicherweise ist das hier hinten etwas unscharf, aber dafür sehen Sie da vorne natürlich alles scharf. Sie sollten so einen ähnlichen Bildschirm sehen wie ich hier. Hier steht, identifizieren Sie Ihre RCO und da können Sie mal draufklicken. Jetzt kommt so ein schwarzer Bildschirm und die Kamera startet sich automatisch. Sie sehen jetzt so einen roten blinkenden Strich und die Kamera läuft. Und jetzt fahre ich einfach mit der Smartphone-Kamera auf diesen QR-Code. Der wird natürlich sofort erkannt. Und somit habe ich das App mit dem Smartphone schon verbunden. So, hier kriege ich jetzt die Anweisung, dass ich den Deckel dass ich den quasi Ondilo einschalten muss und den Deckel aufsetzen soll. Ich zeige Ihnen mal, wie das mit dem Ein- und Ausschalten funktioniert. Und zwar, Sie haben ja hier diesen kleinen Taster. Mit dem Finger kann sein, dass man den Taster schlecht erreicht oder schlecht drücken kann, deswegen verwende ich immer den Schraubenzieher. Sie gehen mit dem Schraubenzieher auf den Taster drauf und drücken drauf, bis Sie ein Klicken hören und bleiben so lange drauf, bis die LED leuchtet. Sie haben jetzt gesehen, das LED hat jetzt orange geleuchtet. Orange bedeutet, der RCO ist ausgeschalten. Um den RCO einzuschalten, gehe ich wieder mit dem Schraubenzieher auf den Taster, bleibe so lange oben, bis das LED grün leuchtet. Also jetzt draufklicken, warten, jetzt leuchtet es grün. Jetzt weiß ich, okay, der RCO ist eingeschalten, jetzt kann ich den Deckel draufgeben. Beim Deckel draufgeben, bitte achten Sie darauf, ich habe es hier schwarz gekennzeichnet, damit Sie es besser sehen. Hier oben ist ein Steg und in dem weißen Deckel vorne, es ist so eine Führung drinnen. Und quasi diese Führung muss genau auf den Steg drauf, sodass sich der Deckel nicht drehen lässt. Wenn Sie dann den Deckel daneben aufsetzen, dann könnte sich der drehen, dann wäre der falsch drauf. Also bitte unbedingt den Deckel so aufsetzen, dass die Führung in der Nut ist und sich der Deckel nicht mehr drehen lässt. Zu guter Letzt müssen wir den roten Deckel noch aufsetzen. Im roten Deckel ist auch so, wir haben ja hier vorne diese Nut und im roten Deckel auch hier diese Nut. Und am besten funktioniert es, wenn quasi die Nut muss natürlich übereinander liegen, aber wenn Sie hier auf der hinteren Seite sozusagen, also auf der Nut gegenüberliegenden Seite, den Deckel zuerst mal hinten reingeben, so, also den Deckel zuerst hinten rein, so dass vorne natürlich diese beiden
Markierungen übereinander sind und dann können Sie, brauchen Sie einfach nur mehr vorne den Deckel runterdrücken. So funktioniert es am einfachsten und somit ist der Ondilo jetzt eigentlich fertig. Jetzt schauen Sie mal auf die App und in der App sagt er mir, ja, ich soll den ISO einschalten. Vielleicht zuvor noch, Sie sehen ganz oben drei Symbole. Das eine ist das Smartphone-Symbol, das mittlere ist das Bluetooth-Symbol und das rechte ist der ISO. Und Sie sehen jetzt, bei mir ist quasi ja, jetzt alles blau sozusagen. Das heißt, wenn das alles blau ist, dann weiß ich, okay, die Bluetooth-Verbindung vom Smartphone zum ISO ist hier hergestellt. Jetzt mache ich nochmal den Deckel auf, das müssen Sie natürlich jetzt da nicht mehr machen. Ich will Ihnen nur demonstrieren, wie das Symbol dann ausschaut. Ich schalte den Ondilo jetzt nochmal aus. Leuchtet orange, ist jetzt ausgeschaltet. Und jetzt schauen Sie wieder mal auf die App und diese App wird jetzt quasi diese Bluetooth-Verbindung verlieren. Jetzt hat sie verloren. Sie sehen, das Smartphone ist so türkis. Das Bluetooth-Symbol und das Ondilo-Symbol ist aber schwarz. Das heißt, es besteht keine Bluetooth-Verbindung. Zwei Möglichkeiten, entweder Sie haben das Bluetooth nicht eingeschaltet am Smartphone oder der ISO ist ausgeschaltet. Gut, jetzt schalte ich den ISO wieder ein, draufbleiben, bis er grün blinkt. Dann tue ich den Deckel drauf. Ich sehe hier oben im App, dass die Bluetooth-Verbindung steht. Ich klicke hier unten nochmal auf Wiederholen. Und jetzt sehen Sie, dass dieser Fortfahren-Button, der ist jetzt nicht anklickbar. Die haben da aus irgendeinem Grund so eine Timer-Funktion eingebaut, da müssen Sie einfach ein paar Sekunden warten und dann wird dieser, so wie jetzt zum Beispiel, jetzt ist dieser Knopf klickbar, dann klicken Sie einfach drauf auf Fortfahren. Jetzt ist wieder so, dieser Knopf ist nicht klickbar, dann müssen Sie einfach wieder ein paar Sekunden warten. Er sagt jetzt die Schutzkappen der Sensoren abnehmen, das haben wir schon anfangs gemacht. Ein paar Sekunden warten, jetzt ist dieser Knopf anklickbar, jetzt klicke ich den an. Und jetzt im nächsten Bildschirm sagt er, lassen Sie uns schwimmen gehen. Das heißt, Sie könnten den ISO jetzt ins Wasser geben. Würde ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht empfehlen, sondern wir müssen jetzt noch das Internet einstellen am ISO. Deswegen nehmen Sie den ISO, das Smartphone und gehen Sie zu Ihrem WLAN-Router, sodass wirklich hier der WLAN-Router, der ISO und das Smartphone auf einer Stelle sich befinden. Wenn Sie das gemacht haben, klicken Sie auf Fortfahren. Jetzt sucht der ISO nach Internetverbindungen. Und wird Ihnen quasi dann eine Liste von möglichen Verbindungen oder möglichen Netzwerken anbieten, so wie jetzt hier zum Beispiel. Dann muss ich jetzt mein Netzwerk aussuchen, bei Ihnen zu Hause natürlich Ihr Netzwerk, das natürlich am signalstärksten ist. Und das ist bei mir jetzt hier dieses 7530. Dann geben Sie das Passwort ein. Das muss ich jetzt kurz abtippen. So, wenn Sie das Passwort dann eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Dann kommt der nächste Bildschirm und im nächsten Bildschirm versucht er, eine Verbindung zum WLAN herzustellen. Sie sehen, hier unten läuft auch eine Zeit ab und wenn das alles geklappt hat, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, dann sagt er, ich bin mit dem Netzwerk verbunden. Sehr gut. Wichtig ist, wenn Sie keine Netzwerkverbindung zum Beispiel zustande kriegen, dann kann es natürlich sein, dass Ihr Router zum Beispiel nur 5 GHz sendet. Das heißt, der Ondilo kann sich nur zu 2,4 GHz verbinden. Bitte prüfen Sie das mal, ob es an dem liegt. So, normalerweise kann sich der, oder ist der jetzt verbunden und ich kann jetzt mit der Einstellung fortfahren. So, da sagen wir ja, wir machen mit der Einstellung weiter. Sie können den Ondilo jetzt eigentlich schon in das Wasser geben. Und es gibt jetzt ein paar Einstellungen, die wir beachten müssen, beziehungsweise die wir richtig einstellen müssen, weil sonst würde der Ondilo falsche Empfehlungen geben. Und Sie gehen einmal hier oben auf Mein Pool Spa. Da können Sie zum Beispiel hier mal den Namen eingeben, beziehungsweise hier die Aufstellart. Da gibt es unterschiedliche Arten zum Auswählen. Und je nachdem, wo Sie den Pool hinstellen, das meiste ist Aufstellpool im Freien, wählen Sie bitte Aufstellpool im Freien und klicken Sie auf Speichern. Hier beim Volumen ganz wichtig, da steht bei mir jetzt Volumen in Kubikmeter. Und jetzt müssen Sie natürlich hier das Volumen, das Wasservolumen Ihres Whirlpools eingeben. Beim Pro 5, der hat 1400 Liter, wären es 1,4 Kubikmeter. Beim Pro 3 wären es ca. 700 Liter, also 0,7 Kubikmeter. Bitte das eingeben und auf Speichern klicken. Das andere können Sie jetzt mal ignorieren. Dann gehen wir einen Schritt zurück, noch einen Schritt zurück und dann gehen wir unter Pflegemittel, also Wasserpflegemittel und Zubehör, hier unter Ausstattung. Bei Ihnen wird wahrscheinlich hier Ozonata und Filterkartusche nicht angehakt sein, also so ausgegraut.
bitte unbedingt jetzt Ozonator und Filterkartusche einschalten. Natürlich, wenn der Ozonator nicht eingeschaltet ist, dann weiß der Bondilo, okay, da gibt es kein zusätzliches Desinfektionsmittel im Whirlpool, dann muss der die Dosierung höher machen. Wenn wir jetzt den Ozonator mit einschalten, dann weiß er, okay, er muss die Dosierung etwas runterfahren. Also Ozonator und Filterkartusche bitte anhaken. UV haben wir nicht, deswegen wird UV nicht ausgewählt. Dann können Sie wieder zurückgehen, dann gehen Sie auf Zielwerte. Und bei Zielwerte können Sie jetzt quasi die Bandbreite vorgeben, wie der Ondilo reagieren soll. Wenn quasi dieser Wert aus dieser Bandbreite rausgeht, dann würde er sagen, bitte prüfen Sie Ihre Wasserwerte. Ich habe jetzt hier mal für die Wassertemperatur 18 bis 40 Grad eingestellt. Für den pH-Wert würde ich empfehlen 6,9 bis 7,4. Sie können hier oben einfach den Zahlenwert eintippen oder mit dem Schieberegler hier den Wert verstellen. 6,9 bis 7,4 ist eine sehr gute Bandbreite. Und beim Redoxpotenzial 500 bis 650 oder man kann auch sogar 450 bis 650 Millivolt einstellen. Den TDS-Wert können Sie so lassen, wie er standardmäßig eingestellt ist. Gut, das war es jetzt im Prinzip mit der Einstellung. Sie sehen, wenn ich jetzt nochmal auf das App raufgehe, dann sagt er, diese Sensoren müssen Kontakt mit Wasser haben. Jetzt geben Sie den Ondilo ins Wasser. Es kann jetzt einige Zeit dauern. Sie sehen auch hier unten, die letzte Messung wurde am 7.2.23 um 10.34 Uhr gemacht. Da hat er gemerkt, okay, kein Kontakt mit Wasser. Also den ins Wasser geben und hier unten einfach mal abwarten. Das kann natürlich eine Zeit lang dauern, bis der die ersten Messwerte schickt. Bitte da nicht ungeduldig werden, aber irgendwann sollte er Messwerte schicken. Sie können es hier unten sehen, wenn sich diese Zeit ändert, dann kriegen Sie auch Messwerte. Wenn diese Zeit aber stehen bleibt, dann stimmt irgendwas mit der Verbindung nicht. Möglicherweise ist der WLAN-Router zu weit weg vom Ondilo. Das könnte zum Beispiel der Fall sein. Also wenn sich hier nach mehreren Stunden nichts ändert, dann wissen Sie, Sie müssen nochmal schauen, ob die WLAN-Verbindung stark genug ist zum Ondilo raus. Und dann werden Sie hier einfach quasi die Wasserwerte in kürzester Zeit erhalten, beziehungsweise er gibt Ihnen auch Dosierungsempfehlungen. Sie können jetzt auch hier zum Beispiel auch draufklicken, dann kommen Sie auf so eine Übersicht mit Diagramme. Natürlich sehen wir jetzt nichts, weil noch keine Messwerte vorhanden sind. Aber da würden Sie dann auch Diagramme sehen, Diagramme zur Temperatur, Diagramme zum pH-Wert, zum Redoxpotenzial und zum TDS-Wert. Vielleicht erkläre ich Ihnen kurz, was diese Werte zu bedeuten haben. Temperatur ist ganz klar, Wassertemperatur des Whirlpools. Es kann sich natürlich jetzt diese Wassertemperatur dahingehend unterscheiden, was das Display anzeigt und was der Ondilo anzeigt. Das liegt nämlich daran, es kommt immer darauf an, wo der Whirlpool die Temperatur misst. Bei unseren Balearis Whirlpools misst, wird die Temperatur quasi in der Heizung gemessen und natürlich ist da die Temperatur anders als an der Wasseroberfläche, wo der Ondilo schwimmt. Das heißt, da kann es einen Temperaturunterschied geben, aber das ist für Sie eigentlich im Prinzip irrelevant. Der pH-Wert gibt an, quasi wie säurehaltig oder alkalisch das Wasser ist sozusagen. pH-Wert von 6,9 bis 7,4 ist ideal. Wir haben eh die Grenzen schon eingestellt. Fällt der pH-Wert unter 6,9, würde er sagen, bitte geben Sie pH Plus hinzu und gibt Ihnen auch die genaue Anzahl oder die genaue Milligrammangabe. Und wenn der pH-Wert über 7,4 ist, würde er auch sagen, bitte pH Minus hinzugeben, damit der pH-Wert heruntergeht. Das Redoxpotenzial in Millivolt, das ist im Prinzip eine Spannung. Das heißt, es wird da im Prinzip die Leitfähigkeit des Wassers gemessen. Umso mehr Desinfektionsmittel im Wasser ist, umso höher ist diese Spannung. Das heißt, er kann ungefähr, also man kann quasi aus dem Redoxpotenzial keinen Inhalt berechnen sozusagen. Also wie viel Milligramm pro Liter Chlor zum Beispiel im Wasser ist, das kann er nicht, aber man kann sagen, umso höher die Spannung ist, umso mehr ist das Wasser desinfiziert, umso niedriger die Spannung ist, umso weniger ist das Wasser desinfiziert. Und wir haben jetzt eingestellt 500, das heißt, wenn er unter 500 Millivolt fallen würde, würde er einen Vorschlag geben, um quasi, damit Sie mehr Desinfektionsmittel in das Wasser hinzugeben. Es ist dann so, wenn Sie das Desinfektionsmittel in das Wasser hinzugeben, dann springt dieses Redoxpotenzial nach oben. Und dann sinkt das so langsam wieder ab. Das heißt, wenn Sie was hinzugeben, springt es nach oben und das Chlor oder das Desinfektionsmittel wird über die Zeit verbraucht. Das heißt, es wird dann irgendwann mal zurückgehen. Und wenn der Wert unterschritten ist, dann wird der Ondilo wieder sagen, bitte füllen Sie etwas dazu. Wenn Sie nichts machen, wenn Sie es zum Beispiel versäumen oder Sie sind gerade nicht zu Hause, macht auch nichts, der Ondilo wird dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen Vorschlag geben und gegebenenfalls die Dosierung anpassen. Dann haben wir zu guter Letzt noch den TDS-Wert. TDS ist eine Abkürzung für das englische Wort
oder für den englischen Begriff Total Dissolved Solids, also quasi die gelösten Stoffe im Wasser. Dieser TDS-Wert, Sie werden sehen, der steigt immer nur an. Der kann nicht nach unten gehen, sondern er steigt immer nur an. Das heißt, wenn irgendwelche Stoffe in den Whirlpool kommen, sei es durch unseren Körper oder sei es durch Desinfektionsmittel oder pH-Reguliermittel oder sonstige Mittel, dann steigt dieser TDS-Wert an. Und natürlich, es gibt also ein paar Daten im Internet, die man findet. Man sagt, dass man das Wasser wechseln sollte, wenn der TDS-Wert 2000 ppm überschreitet. Ich persönlich mache das nicht. Wann mache ich den Wasserwechsel? Ich schaue mir das Wasser an. Ist das Wasser klar? Ist das Wasser sauber? Passen meine Desinfektions- und pH-Werte? Und wenn das alles in Ordnung ist, dann brauche ich das Wasser nicht wechseln. Natürlich, wenn das Wasser trüb ist oder nicht mehr so schön, dann kann man das Wasser wechseln. Aber den TDS-Wert ziehe ich hierbei nicht. Daran halte ich mich nicht, sagen wir mal so. Gut, wie kommen Sie wieder zurück? Sie können über diesen mittleren Knopf quasi wieder auf diesen Hauptbildschirm kommen. Vielleicht gehen wir noch ein paar Punkte durch, die eventuell wichtig sein können. Ich klicke jetzt wieder auf diesen Screen und Sie sehen, da kriege ich unten vier so Symbole. Ich bin jetzt quasi dieses Home-Symbol, wo ich quasi den Überblick habe über alle Wasserwerte. Ich kann hierher gehen, da kriege ich meine Informationsmeldungen. Der OnDealer gibt mir ja unterschiedliche Informationsmeldungen. Und zwar sehen Sie hier zum Beispiel, er gibt eine Dosierungsempfehlung, geben Sie bitte 15 Gramm Chlor hinzu. Oder er sagt, ich scheine nicht im Wasser zu sein, naja, logisch, weil wir den hier draußen haben. Er sagt auch zum Beispiel, stellen Sie die Filterungsdauer auf 19 Stunden pro Tag ein. Dazu muss ich zum Beispiel sagen, der Auditor gibt sehr viele Empfehlungen, die ich in der Praxis aber nicht verwende. Also ich würde jetzt nicht zum Whirlpool gehen und die Filterzeit auf 19 Stunden erhöhen. Ich nutze den Onilo einfach nur so, dass er mir sagt, wie viel Gramm Chlor soll ich hinzufügen und wie viel Gramm pH Plus oder pH Minus soll ich hinzufügen. Alles andere können Sie eigentlich ignorieren. Sie können es natürlich gerne machen, aber ich denke immer so, für mich soll der Whirlpool so wenig Aufwand wie möglich sein und da will ich nicht alles machen, was der mir vorschlägt. Wichtig ist einfach, dass das Wasser halt passt. So, dann gehen wir auf das dritte Symbol, da waren wir früher schon, da kommen wir zu diesen Diagrammen, haben wir schon durchgemacht. Und das letzte Symbol, da können Sie einige Dinge sehen oder feststellen. Sie sehen hier oben wieder dieses Symbol, haben wir schon vorher besprochen. Da sehen Sie, ob es eine Bluetooth-Verbindung gibt. Natürlich, wenn ich jetzt das Smartphone und den Onilo sehr weit auseinanderbringe, dann wird diese Bluetooth-Verbindung natürlich abreißen. Wenn Sie hier diese Optionen ausführen wollen, dann müssen Sie immer das Smartphone und den Onilo zusammenbringen, damit die Bluetooth-Verbindung auch steht. Also hier muss quasi das alles türkis leuchten. Können Sie zum Beispiel hier auf Maßnahmen abrufen klicken, dann würde er jetzt die aktuellen Maßnahmen abrufen und Ihnen anzeigen. Das funktioniert nur im Bluetooth-Modus, wenn Sie quasi unterwegs sind. Diese Wasserwerte hier werden eben über das Internet aktualisiert. Das können Sie nicht manuell machen, sondern das passiert automatisch. Also da müssen Sie einfach warten, Sie kriegen dann irgendwann diese Wasserwerte zugesendet. Das passiert vollautomatisch. Wenn Sie die Wasserwerte manuell abrufen wollen, dann müssen Sie neben dem Onilo stehen. Gut, dann können wir hier WLAN-Signal noch testen, Verbindungstest machen, haben wir jetzt bei der Einrichtung schon gehabt. Da gibt es auch die Möglichkeit, die Sonden zu kalibrieren. Der Onilo ist werkskalibriert, das heißt, wenn Sie den bekommen, ist er schon kalibriert, da brauchen Sie erstmal nichts zu machen. Der Hersteller sagt, ich glaube, in der Beschreibung steht, alle 6 Monate soll man den kalibrieren. Ich persönlich würde es halt so machen, man sollte auch immer einen Schütteltester zu Hause haben. Wenn Sie bei uns das Set bestellen, kriegen Sie auch immer einen Schütteltester dazu. Sollte mal die Batterie aus sein von dem Onilo oder sollten Sie mal Probleme mit dem Internet haben, haben Sie immer auch die Möglichkeit, mit dem Schütteltester das Wasser zu kontrollieren. Und ich würde mal, keine Ahnung, einmal im Quartal zum Beispiel mit dem Schütteltester kontrollieren, ob die Werte passen. Solange die Werte passen, brauchen Sie nicht zu kalibrieren. Wenn sie dann irgendwann mal nicht passen, dann kann man sich überlegen, okay, jetzt wäre eine Kalibrierung vielleicht notwendig. Sie können auch hier mal draufklicken auf Software-Updates, machen wir vielleicht mal. Da wird geschaut, ob es eine neue Software gibt. In dem Fall ist die neue Software aufgespielt. Sie können hier Batterieinformationen sehen. Wenn Sie da hier draufklicken, dann sehen Sie hier türkis, die Batterie ist jetzt voll geladen. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück auf diesen mittleren Knopf hier unten. Wenn Sie da nochmal draufklicken, kommen wir wieder auf diesen Hauptbildschirm. Wenn Sie da in der Mitte draufklicken, kommen Sie wieder auf diesen Übersichtsbildschirm. Und Sie sehen auch hier oben die Batterieanzeige in Prozent. Also die Batterie ist 100% geladen. Jetzt gehe ich wieder zurück hier rechts unten. Sie können einen Neustart durchführen und Sie können einen Werksreset machen. Bei Werksreset werden alle Sachen, die Sie eingestellt haben, wieder gelöscht. Also falls Sie das machen müssen aus irgendeinem Grund, bitte das alles wieder neu einstellen, wie wir es gehabt haben.
Gut, so, jetzt bin ich, glaube ich, am Ende. Das Video ist etwas länger geworden, aber ich wollte das alles im Detail erzählen, damit Sie natürlich auch bei der Inbetriebnahme ja, das einfach in Betrieb nehmen können und natürlich, dass Sie auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Wasserpflege. Sollten Sie dennoch Fragen haben, schauen Sie gerne unsere anderen YouTube-Videos an, beziehungsweise rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, info@baleares.de. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.